Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. FIFA-WM 2006 in Deutschland. Ich erkläre die Spiele für eröffnet. Danke. Sehr aufmerksam. Meine Damen und Herren, wieder. Sensationell. Danke. Ich darf Ihnen, meine lieben Freunde, die Welt zu Gast bei Freunden, schon jetzt ein Kompliment machen. Ich mache diese Show nun wirklich einige Jahre, aber das hat man nicht oft. Eine solche Stimmung kurz vor Mitternacht. Ja. Nee, ich hab heute um Viertel vor fünf aufgezeichnet, weil ich musste weg. Und das Publikum konnte aber rechtzeitig verständigt werden. Die meisten wohnen bei mir zu Hause und wurden dann einfach mit wohltätigen Kleinbussen hier rübergebracht. Das WM-Fieber hier in Köln ist kurz vor dem Siedepunkt. Die Leute sind so begeistert, der Trend geht jetzt zur Zweitfahne auf dem Auto. Deutsche Fahne und brasilianische, kroatische, italienische, je nachdem, wo man herkommt oder welche Mannschaft man unterstützt. Und heute habe ich hier in Köln-Mülheim die ersten Ratten mit Schweinsteigerfrisur gesehen. Lust auf Sex. Ja, das ist absolut neu. Das hat man jetzt herausgefunden. Deswegen schauen auch so viele Frauenfußball wie nie zuvor. 70% der Paare haben nach dem Anschauen von Fußballspielen mehr Lust auf Sex. Und ich finde, das spürt man auch bei Netzer Delling. Deswegen sagen wir, nach dem Spiel ist vor dem Vorspiel. Ja. Unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, die auch zu mehreren Spielen persönlich kommen wird, im deutschen Trikot, wenn ich richtig informiert bin, hat heute die erste Internet-Videobotschaft an uns geschickt. Sie wird uns jetzt über MP3-Player und Internet erreichen und ihre Regierungsarbeit vermitteln. Und die Kassette wurde heute abgespielt und die CIA sagt, das Video ist echt. Sie hat sehr gute Erfahrung gemacht, Dialog über Kamera, bei den Gesprächen mit ihrem Mann. Wie gefällt Ihnen diese Meldung? Der neue Maybach ist 60 cm kürzer. Für mich ist toll, weil jetzt kriege ich zwei in die Garage. Natalie Lugan, die alte Showband. Das Tolle an dieser FIFA Seppels Own FIFA Blatter WM Trademark ist, dass sie für uns nicht nur der Welt zeigt, wir Deutschen sind ganz anders, wir sind sympathisch, wir sind offen, wir sind gastfreundlich, sondern wir alle profitieren davon wirtschaftlich. Ja. Das ist das Tolle. Wir haben ja uns ein bisschen schwierig getan in den letzten Jahren, wirtschaftlich, große Kosten und so weiter. Diese WM greift jetzt schon. Schauen Sie, das ist heute der DAX, der Deutsche Aktienindex. Minus 97 Punkte zum WM-Start unter 5.500. Eine sensationelle Sache. Lassen Sie sich diesen DAX nicht schlecht reden. Ich möchte diese Menschen nicht hören, die sagen, das war doch kürzlich noch bei 6.200. Das knallte doch nach oben, jetzt stürzt das ab. 10% in den letzten 14 Tagen. Falsch! Das sind Schnupperpreise zum WM-Einstieg. Verstehen Sie? Das sind sozusagen FIFA-Kaufpreise. Nicht, dass Sie jetzt sagen, ich hätte Sie zum Aktienkauf ermutigt. Verstehen Sie? Ich bin ja nicht, muss ja sehr vorsichtig sein als Moderator im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Ich sage nur, wenn Sie persönlich das Gefühl haben, och, ich sage gar nichts. Wo, das sind jetzt aber Kaufkurse. Ich würde nicht sagen, kaufen Sie, aber... Wenn einer denn... Irgendwas sollte man schon kaufen. Kaufen Sie sich ein lustiges Hütchen, ein Outfit. Ich habe jetzt einen WM-Hut und eine Fahne für 99 Cent gekauft. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Na, letzte Woche ich habe dir heute Morgen erzählt, dass ich das gekauft habe. So ist das in der Koalition. Ja.
Ja, aber jetzt hab's ich, das ist sympathisch, billig Einkauf mache ich jetzt. Dafür darfst du dann irgendwie auch mal die Krankheitsreform erfunden haben oder was, Gesundheitsreform oder wie was, ja. Morgen ist es soweit, das Eröffnungsspiel, meine Damen und Herren, und das ist ein Grund für uns zu sagen, die WM ist im Grunde gelaufen. Wir werden Weltmeister, die Welt liebt uns, diese 4 Wochen gehen jetzt zügig vorbei. Für uns heißt es Vorausschau nach 2010 in Südafrika. Wie wird es dort? Und ich kann sagen, nur noch 1400 Tage bis Südafrika. Wir sind auf einem guten Weg. Lassen Sie sich einladen zu einem kleinen Ausflug in die verführerische Welt am Kap. Südafrika. Faszinierende Landschaften. Pulsierende Metropolen, in denen die Post abgeht. Nur noch 4 Jahre, dann ist es soweit. Die erste WM auf afrikanischem Boden. Gespannt dürfen wir auf die deutsche Nationalelf 2010 sein. Wie wird sie dann aussehen? Vielleicht so? Im Tor Oliver Kahn. Der 54-Jährige will's noch einmal wissen. In der Abwehr Metzelder. Metzelder sein Bruder. Metzelder sein anderer Bruder. Sowie der Kaiser. Das Mittelfeld mit Schweinsteiger, Ballack, Borowski, Scherz, alle vom Champions-League-Sieger 2010, 1. FC Köln. Im Sturm Prinz Poldi, FC Chelsea und Prinz Biggi, FC Bayern München. Bundestrainer Kloppo Klopp. Freuen wir uns auf die WM 2010 in Südafrika. Die Welt zu Gast beim Ethno. Ich habe am Sonntag habe ich Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, ist Innenminister? Bundesinnenminister gesehen, bei Sabine Christiansen, und er hat darauf hingewiesen, das Bundeskabinett hat während der WM den Urlaub gestrichen bekommen. Die Mitglieder der Bundesregierung haben sich so verabredet, dass bei mindestens jedem der 64 Spiele ein Mitglied der Regierung zu Gast ist. Ja. Das finde ich eine tolle Sache. Man kann nicht sagen, die Welt zu Gast bei Freunden und dann ist der Hausherr nicht zu Hause. Und wir haben uns Gedanken gemacht, falls die Regierung, die ja nun wahrlich anderes zu tun hat, damit zu beschäftigt ist, welches Kabinettsmitglied könnte wo auftauchen. Ich sage mal, willkürlich herausgegriffen, Frau Ursula von der Leyen, ja, Bundesfamilienministerin, wäre zum Beispiel, müsste was mit Familienbezug sein. Italien? Ja, Italien. Italien hat die niedrigste Geburtenrate in Europa. Ja, aber sie lieben die Kinder. Lieben die Kinder, heißt es, aber sie haben keine mehr. Ja. Ja, sie lieben sie so sehr, dass sie keine mehr haben. Italien, 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 Italien. Stundenlang könnte ich nach Italien reisen. Wo ist, wo? Gruppe? B? E? E. Ich kaufe ein E. Italien, USA in Kaiserslautern. Italien, USA. Kaiserslautern gegen Italien zur Zweitliga. Gegen USA. Da hat man genug Kinder, oder? Ja, eben. Ja, im religiösen Gürtel. Im Bible Belt. Ursula von der Leyen, Italien gegen USA. Hier, unser Umweltminister sollte, finde ich, 20 Jahre nach Tschernobyl zu einem Spiel Ukraine. Der Ukraine. Ja. Um ein Zeichen zu setzen, haben wir damals mit der Ukraine. Ukraine gegen Saudi-Arabien. Sehr gut, sehr gut. Das finde ich gut. Atomenergie meets Öl. Zu Gast Sigmar Gabriel. Frank-Walter Steinmeier. Eigentlich wegen des Bindestrichs irgendwas mit Serbien-Montenegro. Ja. Elfenbeinküste gegen Serbien-Montenegro. Hier. Wirkt aber ziemlich gekünstelt, dieses Spiel, oder? Ich finde, er wäre auch gut bei Deutschland gegen Polen. Na klar. Als Bundesaußenminister. Denn auch eine schöne Geste gegenüber Poldi und Klosi, finde ich. Da zeigt der Pfeil schon nach oben bei ihm, schau. Keine akute Magnetschwäche. Ja. Frau Bundeskanzlerin, da würde ich sagen, Sie schicken wir zu einem Spiel, das ist ein Geschenk an die Kollegen vom Boulevard. Sie geht zum Spiel Angola gegen Portugal. Für die umwerfende Schlagzeile, Angela bei Angola.
Seehofer, der Landwirtschaftsminister, würde ich sagen, schicken wir zu Argentinien, oder? Ja, genau. Ja, Rinder. Lecker, lecker. Hier, lecker. Niederlande gegen Argentinien. Wassertomate gegen Rindfleisch. Horst Seehofer. Per Steinbrück, da würde ich sagen, Südkorea gegen Schweiz. Ja, Schweiz ist gut. Ja? Steuerparadies gegen Wirtschaftsboom. Da kann der Finanzminister Kontakt knüpfen. Und dann haben wir noch Ulla Schmidt. Für Sie haben wir ein Hammerspiel. In Köln, Schweden gegen England. Top-Krankensystem gegen Marodes. Genau. Patienten auf dem Flur gegen Rundumbetreuung für Schwangere in der Vorstufe. Ja. Hier kann man sowas von Patientensystemen studieren, das gibt es überhaupt nicht. Ja? Also, das ist ja nur ein erster Vorschlag. Und diese WM wird Deutschland emotional so weit nach vorne bringen. Aber leider, leider, spätestens am 9. Juli ist die WM zu Ende. Und dann müssen wir uns auf die emotional dunkleren Tage wieder vorbereiten. Die Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft laufen auf Hochtouren. In ganz Deutschland herrscht Euphorie. Franz Beckenbauer gibt 875 Interviews pro Tag. Doch Vorsicht! Nach 4 Wochen ist Schluss, selbstredend nicht mit Franz Beckenbauer. Bloß das Turnier endet im Juli. Für viele folgt ein böses Erwachen. Das gefährliche Sommerloch beginnt. Tödliche Langeweile verbreitet sich in Deutschland. Im Fernsehen laufen überwiegend alte Schlagerparaden mit Andy Borg. Viele Zuschauer reagieren gereizt. Sie suchen einen Schuldigen. Das ist moralisch falsch und verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Wie können Sie sich vor der mörderischen Monotonie schützen? Lassen Sie sich beim Augenarzt eine unnötige Brille mit überhöhter Dioptrienzahl verschreiben. Mit dieser künstlichen Sehbehinderung bleibt ein Tatortkrimi, selbst in der 20. Wiederholung, geheimnisvoll und mysteriös. So kommen Sie sicher durch das Sommerloch. Und schon im August sind Sie alle aus dem Urlaub zurück. Die beliebten Fernsehstars Günther Jauch, Jörg Pilawa und Thomas Gottschalk. Für regelmäßig zum Saisonfinale. Und das ist seit 34 Jahren der 8. Juni. Sagen wir, wollen uns einmal an die Wurzeln unserer deutschen Kultur erinnern, an unsere ländliche landwirtschaftliche Herkunft, die guten alten Bauernregeln. Aber da wir eine moderne Sendung sind, da wir sagen, wir leben im europäischen Haus, wir möchten dieses Motto, die Welt zu Gast bei Freunden, weiter hinaustragen. Gehen wir jetzt in den internationalen Bereich der Bauernregeln. Zum ersten Mal aus Frankreich. Le règle du paysan. Bonjour, Madame Nathalie. Ist man in Frankreich auch schon in WM-Fieber? Ja, aber wir haben ein Problem. Wir haben einen Fußballer, der ja ein Bein kaputt hat. Wer ist es? Wie heißt der? Sissé, oder? Sissé, oui, oui. Sissé. Ja. Und ja, er hat sich das Bein gebrochen in einem Testspiel gegen die Schweiz? Ja. Nein. Ja, gegen die China. Gegen China. Gegen das China. Ja. Und er ist jetzt verletzt. Ja. Ja, wir wünschen gute Besserung. Aber ihr seid auch verletzt. Ich weiß nicht, wer da ist. Wir sind verletzt, ja. Denn ja, das ist, bei uns ist die Identifikation mit der Mannschaft so groß, wir sind verletzt. Aber es ist die Wade und Michael Ballack, gute Besserung, war bei einem Wunderheiler, glaube ich, oder einer Art Pendler oder Spezialwasser, ein Spezialwasser. Aber natürlich ist das Team so eingestellt. Jetzt morgen spielt der Team, glaube ich, für den Ding. Ja, das ist geht schneller, als es einem lieb ist. Aber vielleicht könnt ihr so kleine rustikale Geschenke ein bisschen drüber hinweg. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Schemel aus der Heimat von Michael Ballack aus Görlitz. Spielt unsere Abwehr vertikal, klappt es auch für den Gegner mal. Was ist das denn hier? Ach, das ist aber süß, das ist für Kinder. Eine kleine Kinderspieluhr aus dem späten 19. Jahrhundert vom Fuße der Pyrenäen.
Ei, 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 wo ist denn die Türkei? Frag doch mal in der Schweiz. Ne? Oh, was haben wir denn? Das ist toll hier. Das ist sehr, sehr gut für einen der großen Favoriten bei dieser WM. Willst du die Italiener schlagen, musst du es dem Schiri sagen. Ja, alles klar. So, dann haben wir hier.